Servus, meine Lieben, schön, dass ihr reinschaut. Eine gemütliche Runde Star Citizen mit dem Voucher, mit dem Alderle und mit der Prospector heute. Ihr seht schon, ich bin im PTU unterwegs, Leute, Alpha 3.2.1. Ich habe noch mal ein kleines Zeitfenster gefunden zum Aufnehmen und das will ich mir heute unbedingt geben. Waren die schon immer dran hier, die Seitentanks? Ich glaube, ne? Ich war wahrscheinlich so aufgeregt beim ersten Mal, als ich die Prospector benutzt habe, dass mir das gar nicht aufgefallen ist. Sind auf der anderen Seite auch noch welche? Ich glaube, der Server ist einigermaßen, Leute, wenn ich so rüberschaue, könnte eventuell heute eine schöne Aufnahme werden. Tolles Schiff übrigens auch. Also ich habe natürlich noch einige Schiffe, die ich sehen will, die ich jetzt hätte rannehmen können, aber ich konnte es mir nicht verkneifen, noch eine Runde hier mit der Prospector zu drehen heute, Leute. Schauen wir mal, ob wir hier rauskommen. Wir sind immer noch auf Levski. Nicht mehr lange hoffentlich. Wir fliegen nach Daymar. Schön die Tagesseite von Daymar rausgesucht heute. Das wäre so das Ziel. Ah, okay, da hat es jetzt doch kurz einen Serverruckler gehabt. Aber ist egal. Dann werden wir mal schauen, ob ich einiges von dem, was ihr geschrieben habt, umsetzen kann heute. Ob mir da was auffällt und ob es heute besser läuft. Wobei, so schlecht lief es ja gar nicht für den ersten Versuch. Ist jetzt mein zweites Mal Mining auf jeden Fall, ne? Ja, wunderschön. Alterle, suche den Sitz. Wieso kann der sich jetzt da nicht mehr hinsetzen? Ah, ich muss von hier. Alles klar. So, meine Lieben, dann werden wir mal schauen, ob der Hangar auf ist. Ich hoffe es doch. Sehr schön. Ich habe auch überlegt, ob ich jetzt schon Daymar anfliege und euch dann dazu hole, aber irgendwie gefällt mir das, wenn wir so gemeinsam in den Clip reinwachsen und das zusammen machen. Deswegen habe ich euch jetzt hier schon mal dazu geholt. Wo ist denn... Ah, hier, Engine off. Wo ist denn mein Flight ready? Hier ist mein Flight ready. Ich weiß jetzt nicht, ob oben auf ist. Ich nehme es aber doch mal an, oder? Machen wir kurz Y rein. Ich sehe es jetzt nicht. Wir heben mal ab. Ja doch, sieht aus, als wäre auf. Nee, ist es nicht. Es ist nicht auf. Guck mal. Alter, was machst denn du? Kurz wieder raus. Moment, Moment. Er übertreibt es gerade ein bisschen. Kann das jetzt wirklich sein, dass ich jetzt dem hier sagen muss, dass ich raus will? Letztes Mal hat es so funktioniert, ne? Okay, ich mach's Mobiglas zu. Ja, scheinbar. Scheinbar. Und raus. Aber, wir gehen mit F4 nochmal gucken, wie wir hier von Levski wegfliegen, Leute. Kerzen gerade stechen wir raus. Wunderschönes Geschichte, würde ich sagen. Es macht so Laune, oder? Jetzt pass auf, Leute, wir holen uns als erstes mal das Target. Ja, zitter dich aus, lieber Server. Und vor allem flitzen wir mal hier weg. Landefahrwerk rein. Und es geht zur Schicht, meine Lieben. Ich freue mich jetzt voll auf die Runde. Ich weiß, wir hatten es eigentlich schon im Clip drin, aber ich brauche das jetzt. Ich habe voll Bock auf Mining. Okay, pass mal auf. In die Richtung saust er jetzt einfach mal. Der hält ja seinen Kurs. Wir gehen auf F2, die Star Map öffnen. Funktioniert heute sogar. Guck dir es an. Doch jetzt. Oh, da musst du aber viel scrollen. So, pass auf. Wieso ist das jetzt hier da? Kann ich das? Hurston? A-Corp? Das haben wir schon mal gesagt, gell? Das haben wir schon mal gesagt. Das geht nämlich noch gar nicht. Ich gucke jetzt trotzdem. Jetzt interessiert es mich natürlich, ob das ein Target anzeigt. Schon irgendwie gerade, gell? Guck mal. Hier ist es. 32 Millionen Kilometer out of range. Hammer. Hammer. Ich muss jetzt einfach anklicken. Ich weiß, ihr habt ja gesagt, es geht noch nicht. Es ist noch nicht implementiert. Aber ich musste jetzt, ne? Ich musste jetzt draufklicken. Ich hole gleich nochmal das Target ran, das Richtige. Wir sind ja noch innerhalb der Atmosphäre hier von Delamar. Und dann geht's Minen. Ihr habt gesagt, ich muss auf die Prozente achten, wie viel Prozent Material ein Stein hat, damit es sich lohnt. Das werden wir jetzt heute auf jeden Fall mal angucken. Und wenn alles klappt, fliegen wir nach Port Olisar zurück, dass wir da stationiert sind für einen möglicherweise zweiten Clip aus dem PTU. Kann ich aber vom Zeitfenster noch nicht versprechen. Ziel wäre es auf jeden Fall noch einen zweiten. Ich habe noch ein Schiff gefunden, was ich sehen will. Pass auf, Stanton-System. Ja, da kannst du doch schon mal hier Doppelklicker machen. Und dann ziehen wir uns ein bisschen näher hin. Alterle. Oh. Hä? Wieso wirkt es heute auf mich so seltsam, Leute? Ah, ich habe jetzt die Sonne angeklickt. Ich dachte, das wäre Crusader gewesen und war gerade tierisch überrascht, ne? So, liebes, süßes Daymar, ich setze dich als Destination, als mein Ziel, als mein Wunsch. Jetzt haben wir wieder das Problem mit den OM-Markern hier, ne? Ich müsste nämlich eigentlich auf die andere Seite rüber. Ja, das ist blöd. Das ist jetzt nicht so geschickt. Also pass auf, raus aus der Atmosphäre, dann hole ich mir halt nochmal Delamals Ziel, dass wir den OM-Punkt kriegen, dann hopfen wir ganz gemütlich heute rüber. Wir haben die Zeit, Leute, wir machen 5 Minuten länger, was der Anflug jetzt an Zeit investiert. Wir können ja näher ranspringen, weißt du, mit dem neuen, Jump-Markern auf Daymar, auf Yela und so. Und das ist halt, das gefällt mir tierisch, wenn dieser Automatismus losgeht, das finde ich super. Also pass auf, wir probieren unser Glück. Jetzt hängt's Gläsle ein bisschen durch. Gläsle, was ist los?
Alles klar, pass auf. Gehen wir nochmal zurück. Hier, den da in die Mitte nehmen. Jawohl. Set as Destination. Jetzt müssten wir doch normalerweise, wenn ich B drücke, die Sprungmarker bekommen. Da haben wir einige Leute. Und was haben wir hier gleich? Haben wir den ersten schon. OM1. Dann springen wir den schon mal an. Das sind aber nur noch 100 Kilometer. Wir sind schon recht weit draußen. Okay, Kalibrierung ist abgeschlossen. Spool ist abgeschlossen. Ne, jetzt habe ich es nochmal gedrückt. Ich habe es nochmal aktiviert. Passiert. Nochmal aktiviert. Passiert. Und wir drücken B. Wir gucken es uns natürlich von draußen an. Schön, guck dir das an. Der Alderle zischt da. Yeah, baby. Yeah. War aber wirklich nur ein kurzer Sprung, Diggerle. Zurück. So langsam gewöhne ich auf meine Tasten mehr. Jetzt pass auf, Leute. Die Frage der Fragen, die sich mir stellen. Sind wir richtig oder sind wir jetzt falsch? Das habe ich mir nämlich leider nicht gemerkt. Doch, wir könnten von hier aus, glaube ich, springen. Wir gucken es uns an. Wir schauen es uns an. So. Ich muss das voll ausnutzen gerade. Ich bin aber herzlichen Dank nochmal an der Stelle. Ich bin wirklich froh, dass mir der Hinweis nochmal gegeben wurde, dass 3.2.1 zugänglich ist gerade. Denn so habe ich die Chance jetzt nochmal gehabt, ne? Guck mal, wenn ich es mir hier schnapp, das ist doch grün. Das zeigt es doch grün an, oder? Ja, Leute. Da jumpen wir jetzt ganz gemütlich rüber. Da. In weiter Ferne. Sind ja nur 816.000 Kilometer. Überschaubar. Er kalibriert. Soll er auch? Wow, ist die heute. Die reagiert heute voll schnell, die Maschine. Awaiting Spool. Bitteschön. Spool uns ab. Super, Leute. Es läuft richtig gut. Und ab dafür. Leute, von draußen würde ich sagen, genießen wir. Erstmal will ich von hinten sehen, wie jetzt gleich die Lichteffekte hier zischen. Der Alterle unterwegs zu neuen Welten. Eigentlich zu bekannten Welten. Guckt es mal an. Oh, wir werden rausgezogen, glaube ich. Wir werden rausgezogen. Damit ist jetzt auch meine Markierung wieder für den Arsch. Jo, wieso ziehst du uns ständig raus? Muss ich jetzt nochmal neu anwählen, gell? Drück mal B. Ich gebe mal ein bisschen Speed hier auf Crusader. Den sieht man nämlich in weiter Entfernung. Wieso haben die uns jetzt hier rausgezogen? Ich sehe momentan keine Piraten. Das Geräusch ist auch geil, ne? Von der Prospector. So, pass mal auf. Hier, Crusader. Ich hoffe, dass wir... Was haben wir denn jetzt? Soll ich mal drücken? Kalibriert noch? Nee. Doch, es hat es tatsächlich genommen. Einfach mal so. Ich weiß jetzt nicht, wo wir hinspringen, Leute. Ich nehme an Crusader. Dann gucken wir von da aus weiter. Springen wir halt ein bisschen mit der Maschine. Dann ist er auch warm, wenn es gleich losgeht. Er lässt uns durchfliegen, glaube ich. Ne, 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 ne. Talk about you and me. 10 Minuten sind schon mal für den Arsch. Wir haben noch nichts gemacht. Ich bin einfach nur unterwegs. Und das gefällt mir so riesig an dem Spiel. Seid ihr da? Habe ich euch drauf gedrückt? Ja. Jetzt bin ich gespannt, wo wir rauskommen, Leute. Ich kann ja mal abbrechen hier. Nicht, dass ich zu nah dran bin. Oh, kann man nicht abbrechen? Why not? Und wir landen voll im Gasplanet drin. Schön, Alter. So habe ich es auch noch nie angesprungen. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir nicht lang rum. Wir gehen noch einmal rein. Das ist halt heute so ein bisschen... Dama, set as destination. Ja, den kann man eigentlich gut anspringen von hier. Ich hoffe, er hat meinen Marker. Da unten ist er. Lumlilum. Lumlilum. Yo, Baby. Hier. Und man sieht ihn schon ganz leicht. Okay, Kalibrierung. Letzte Kalibrierung, bevor wir tatsächlich da sind. Dann suchen wir die helle Seite raus, Leute. Und dann werden wir ein ganz kleines bisschen Erze einsammeln. Ich freue mich voll drauf. Das ist sowas zum Runterkommen, zum Abchillen. Was heißt Warning? Ah, ich bin rausgekommen. Ich bin offensichtlich rausgekommen. Muss ich es nochmal starten? Ja, die Maschine reagiert voll schnell heute. So, Alterle. Jetzt habe ich B gedrückt. Man hört auch eigentlich, dass er kalibriert, ne? Aber es fehlt momentan die Umrandung. Ich drücke nochmal. Es könnte das Spooling sein. Vielleicht sieht man einfach nicht. Ich drücke jetzt gleich mal länger B. Wenn nicht, muss ich es nochmal neu anvisieren. Achtung. Nee. Macht er nicht. Also, ich gehe nochmal raus hier. Leute, das habe ich schon mal gehabt. Jetzt geht's wieder nicht. Da, jetzt ist das Menü da. Ich glaube, das hängt manchmal einfach nur. Spooling ist auf jeden Fall abgeschlossen. Kalibrierung ist abgeschlossen. Und wir springen an. Natürlich von außen. Ich sehe das so gerne von außen. So. Quantum Travel. Okay, ich sehe schon. Links unten ist der helle Moment. Da suchen wir uns jetzt gleich einen schönen Punkt. Dann ziehen wir uns nochmal ein bisschen näher ran und dann gehen wir einfach runter. Wenn ich immer wüsste, in welcher Rotation der sich gerade befindet, der Mond, könnten wir auch irgendwo an die Grenze vom Licht fliegen. Und dann entsprechend, weißt du, uns positionieren, dass es hell wird, da wo wir landen. Aber das weiß ich immer nicht.
Oh, jetzt ist es aber gerade wackelige Geschichte. Sobald ich Y drücke. Jetzt pass auf, ich hole uns mal die Marker. Hier springen wir einfach hin, Leute. Was haben wir hier? Dunloe Ridge. Hier springen wir hin. Das sind 500 Kilometer zur hellen Seite. Das müsste eigentlich reichen. Würde ich sagen. Geh nochmal raus. Hol's dir nochmal ran, frisch. Ah, jetzt wäre es gerade gekommen. Ich bin also zu ungeduldig. Okay. Spooling läuft. Kalibrierung läuft. Und Action. Das schaue ich mir jetzt auf jeden Fall von hier an. Guck mal. Guck mal, Leute. Ja. Also das muss ich sagen, das gefällt mir ziemlich gut, dass es das so macht. Ich drehe mal die Maus ein bisschen mit. Guck dir das an. Guck dir das mal an. Ist der Wahnsinn. Ist der absolute Wahnsinn, Leute. Okidoki, das Paradies. Jetzt weiß ich schon gar nicht mehr, wie alles ging. Müssen wir gleich mal zusammen rausfinden. Wir gucken mal, ob wir hier eine schöne Stelle in näherer Umgebung finden. Hier vielleicht bei den Einschlägen von den Asteroiden, die hier draufgeklatscht sind. Gehen wir einfach mal hier runter, oder? Gehen wir einfach mal hier runter. So, wie war das, Ken? So, ne? Okay. Ich habe es einfach schon mal gedrückt. Wahrscheinlich hat es noch gar keinen Effekt. Wir zischen runter, meine Lieben. Bereit, alles abzubauen. Was halt auch cool ist, wenn ich mir vorstelle, dass ich auf Levski gerade aufgestanden wäre. Ja, im Dunkeln. Oh, wir gehen in die Atmosphäre rein, wo wir uns ansehen. Wenn ich mir das vorstelle, dass ich in Levski gerade erst aufgestanden bin, im Dunkeln, und du fliegst halt zur Arbeit auf einem Mond. Oh, Moment, da stimmt was nicht. Du fliegst zur Arbeit auf einen Mond und da ist dann hell, ne? Also du hast da eine ganz andere. Ja, man fühlt es nicht mehr so wie bei uns auf der Erde, Tag-Nacht. Wir sind ja dem Tag-Nacht-Rhythmus ausgeliefert, mehr oder weniger. Bis auf, ja, Ausnahmen, aber da oben mit einem Quantum Travel, Web-Bomb, bist du hier im Hellen, ne? Da kannst du Mittag sein, Abend sein, du kannst dir holen, was du willst. Leute, da vorne ist eine wunderschöne Struktur, oder? Bei diesem, ja, hier sind so ein bisschen Gestein links davon. Das sieht aus wie eine Bärentatze mit den kleinen Einschlägen. Da gehen wir hin. Hier werden wir hingehen. Hier werden wir hingehen. Allerdings sollte ich ein bisschen Speed rausnehmen, solange ich das. Ich habe das nicht wirklich im Gefühl gerade. Das brauche ich jetzt noch nicht machen. Da ist die Reichweite noch zu gering, ne? Denke ich mal. Das werden wir aber gleich sehen, wenn wir unten sind. Drück mal B. Drück mal spaßhalber B. Ist nichts hier, wo wir anfliegen können. Da, das meine ich mit der Bärentatze. Da, wo jetzt praktisch hier die Mitte von unserem Dings drauf ist. Da will ich hin. Hey, da wird es bestimmt später dann auch auf den Monden verschiedene Erze geben. Man wird genau wissen, wo man hin muss. Man wird Regionen auf dem Mond, denke ich mal, haben, wo man weiß, dass man sein Zeug bekommt. Da wird es bestimmt auch umkämpfte Gebiete geben dann später und so. Wow. Delamar ist echt schön. Deimar. Deimar ist echt schön. Ist mein Planet, so von den Farben her. Ich mag das. Jela natürlich auch, der Eisplanet, beziehungsweise Mond. Ich sage immer Planeten. Für mich sind sie mehr als Monde. So, meine Lieben. Naja, jetzt haben wir schon mal die Hälfte vom Clip halt mit Anfliegen verbracht, aber es macht ja auch jedes Mal tierisch Spaß. Hier will ich hin. Hier will ich hin. Hol dir mal nochmal, vielleicht kann man jetzt schon. Wie er das Ding raussendet. Schon das Geräusch finde ich super. So, ich nehme Speed raus. Schön. Ja, aber du musst noch weiter runter. Wir sind schon noch weit oben, Alterle. Mir fehlt halt einfach diese Anzeige hier. Wie weit? Leute, ist es nicht da? Ich sehe schon die ersten Steinsbrocken. Lalali, la la la. So, meine Lieben. Was haben wir denn hier? Das sind sie doch, oder? Das sind sie doch. Ich hau nochmal eins raus. Okay, wir gehen runter. Langsam natürlich. Ich fahre mal das Fahrwerk aus, dass ich nicht zu viel Speed drauf kriege. Das ist halt schon ein geiles Geräusch, wenn dieses Fahrwerk hier ausfährt. Oh, da hinten habe ich schon was gesehen. Was? Ich glaube, der berechnet schon, Leute. Ich hau nochmal einen raus. Oh. Jetzt will er es aber genau wissen hier. Warum sind das jetzt so viereckige Kästen? Das ist wahrscheinlich die Berechnungsbox. Ist das die Hitbox jetzt praktisch, oder? Ah, ich muss kurz das von außen sehen. Guck mal! Guck mal! Hammer! Leute, Hammer, oder? Auf der Suche nach den besten Erzen. Ich hau mal das Ding kurz raus. Ich will das mal sehen. Ist es ein Traum? Es ist einfach nur ein Träumle. Hammer. Auf dem Weg zur Arbeit. Das ist echt cool, Leute. So, was jetzt allerdings ein Problem ist. Wo sind meine Erzis? Da unten zeigt es welche an. Ich glaube, ich muss rumdrehen. Aber wir nehmen einfach mal den ersten ins Visier. Das heißt, wir schalten den Mining-Mode schon mal ein. Geil! Es fühlt sich halt saugut an. Fahrwerk mache ich raus. Einfach, um die Geschwindigkeit besser kontrollieren zu können. Ist für mich einfacher.
So, wie war denn das jetzt mit dem Umschalten hier, ne? Okay, Leute, er analysiert ihn. Masse, 1,4%. Diamant ist hier drin und oh, guck mal, was da alles drin ist. Aber so geringer Anteil, ne? Und ihr habt ja gesagt, vom Anteil her, schalt mal um. Berechnet der jetzt gerade noch, Leute? War nicht hier das mit dem roten Fähnchen eigentlich? Klick mal drauf. Da müsste doch irgendwo... Dieses rote Fähnchen zeigt es mir gerade nicht mehr an. Dann gehen wir mal den hinteren. Ich will einen, wo ein paar Prozent mehr halt Material drin ist, ne? Wenn wir uns schon die Mühe machen. Okay. Er berechnet. Ich fahre langsamer. Hat auch eine hohe Masse, oder? Ist das immer standardmäßig über 4000? Guck mal, 0,27%. Ist es wirklich so schwer, einen guten zu finden, in Anführungszeichen? Oh, schon allein das hier, das gemütliche Drüberfliegen. Also entweder sehe ich sie heute einfach nur schlechter oder es ist ziemlich karg an Material hier. Ein bisschen höher, dass wir nicht dagegen bumsen. Leute, da war doch das letzte Mal auf Jela war doch um einiges mehr. Server ruckelt gerade ein bisschen. Schalt mal um, ich will das... Da hinten ist wieder einer. Er hat noch nichts berechnet, er braucht seine Zeit. Langsam, Alterle. 2,96%. Das ist jetzt natürlich nicht viel mehr, aber es ist schon mehr, ne? Wollen wir mal gucken, ob wir den schnappen? Wir gucken mal. So, pass mal auf, ich schalte um. Leute, ich sehe dieses Feld nicht mehr, wo ich mich orientieren kann. Kommt es erst mit einer gewissen Zeit? Ach, da ist es! Hä? Kann das sein, dass da gar kein roter Bereich ist? Da ist gar kein roter Bereich, oder sehe ich es nur nicht richtig gerade? Guck mal, auch der Laser lässt sich jetzt gerade voll aufbeamen hier. Wo sehe ich denn jetzt? Es sieht anders aus wie das letzte Mal, ne? Mir fehlt da was. Ich guck mal einfach, ob wir es trotzdem hinkriegen. Jetzt fängt da die Zahl unten an, langsam sich zu bewegen. Dieses Rock-Energie-Ding. Geh mal näher hin. Jetzt gehe ich mal näher hin und schon kriegen wir ein bisschen mehr Power drauf. Oder ist das ganz da hinten nur so ein kleines Feld? Ist das so gefährlich, den abzubauen? Guck mal, durchs näher hingehen, kriegen wir jetzt hier die Energie. Ich fahre noch ein bisschen näher hin. Ich fahre noch ein bisschen näher hin. Jetzt würde ich abbremsen. Hier verbleibe ich mal kurz. Ich sehe jetzt nicht, wann es kritisch wird. Okay, ich gebe mal ein bisschen auf den Laser drauf. Cargo-Kapazität, ist alles klar soweit? Guck mal, ich habe den Laser auf 100%, Leute. Mining Extraction. Ich habe jetzt aber noch nicht das Gefühl, dass es gefährlich wird, ne? Der Fels da vorne glimmt. Jetzt muss ich raus. Ich ziehe den Laser kurz weg. Ich hau wieder hin. Haben auch manche geschrieben. Einfach, jetzt habe ich die Anzeige, Leute. Wieder wegziehen. Jetzt habe ich die Anzeige gerade gehabt. Die kommt vielleicht jetzt mittlerweile erst ein bisschen später. So, wenn wir bleiben, geht's. Wenn wir so bleiben, geht's, Leute. Ich mache jetzt auch nichts. Ich nehme weder Speed raus, noch sonst irgendwas. Das müsste hinhauen. Einmal... Oh! Es hat uns erwischt. Es hat uns erwischt, Leute. Es hat den... Wir haben Schaden gekriegt, aber ich war noch weit genug weg. Jetzt gehen die Felsen hier spazieren. Der hier liegt noch ziemlich ruhig und der liegt auch ziemlich ruhig. Dann nehmen wir den als nächsten. Ne, der geht nicht. Hauen wir den an oder den anderen? 618 Masse, das heißt, da ist jetzt nicht viel. Und der da, der liegt ruhig. Ich würde den gerne nehmen. Den nehmen wir jetzt, Leute. Drauf. Okay, ich gebe drauf auf den Laser. Mehr. Mehr, mehr, mehr. Okay, hier müssen wir wieder aufpassen. Ich muss ein bisschen runternehmen. Ich muss mehr runternehmen. Okay, ein bisschen noch hin. Stopp. So müsste es jetzt normalerweise funktionieren. Ich nehme wieder ein bisschen Speed raus. Ja, ja. Energie eigentlich. Ein bisschen wieder hin. Immer in dem Bereich bleiben wir, ne? Okay. Ein bisschen runter. Wir sind jetzt gleich bei 100%. Das müsste hinhauen. Und. Boom. Booyah. Und jetzt den können wir schon einsammeln. Ich schalte um. Und ab geht's.
Ja, Leute. SCUs. Schön, oder? Weiter geht's. Wir sammeln ein. Natürlich sind da jetzt auch Gesteinsbrocken drin, aber immerhin fast 3% haben wir jetzt von den Erzen hier. Das ist schon mal nicht schlecht. Den holen wir auch. Jetzt machen wir mal so weit, wie es möglich ist, voll. Und dann gehen wir es verkaufen noch zusammen. Dann haben wir noch eine schöne, gemütliche Mining-Runde gehabt. Ich könnte das natürlich... Ich will am liebsten gar nichts anderes machen gerade. Ich bin so froh, dass ich es nochmal testen kann jetzt. Achtung. Kapazität sind wir jetzt bei... Ja, es ist halt ein Haufen Stein. Aber jemand hat geschrieben, dass es später so sein wird, dass das übrige Gestein, das Unnötige, wieder rausgefiltert wird aus der Maschine. Und dann kann man halt effektiver wahrscheinlich alles machen, ne? Den müssen wir wieder aufsprengen. Machen wir, Leute. Ich glaube, die kleinen Steine sind auch nicht das Problem. Ich gebe ein bisschen Energie drauf. Auf unser Laserle. Ein bisschen mehr. Der hat das Doppelte wie der letzte kleine Gesteinsbrocken. Muss natürlich dann auch ein bisschen mehr Energie drauf, ne? Jetzt pass auf. Pass auf, ich nehme wieder raus, dass wir nicht zu schnell ansteigen. Ein Stückle gehe ich näher hin. Stopp. Und jetzt Energie raus, dass uns das nicht um die Ohren fliegt, ne? Guck mal, jetzt hält das gerade wunderschön. Jetzt musst du rausnehmen. Lieber mit dem Laser ab und zu mal rausfahren, dass er nicht überhitzt, der Gute. Jetzt ein bisschen mit drauf, 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 sonst verlierst du hier deinen Fortschritt. Und wieder weg, weg, wegnehmen. Ja, das ist einfach eine Spielerei, das kriegt man raus. Bäm! Warum hat's das jetzt hier hingebrockt? Allerlei, das ist ja auch nicht richtig. Flupp, ist aber wurscht, wir ziehen uns das Material, Leute. Kapazität sind wir jetzt natürlich bei 30%. Schon. Und haben halt, wenn man umrechnet, wahrscheinlich jetzt nur 3% Gestein, den wir verkaufen können. Ne? Oh, guck mal, er macht gleich weiter, den nächsten Brocken. Schön. Es ist so beruhigend. Was wir natürlich jetzt mal machen können, indem ich den hier anklicke. YF4. Guck mal, wie er das da reinzieht. Ja. Ja, guck mal, geil. Ich bin im Strahl drin. Jesle, Kadesle. Herrlich. YF4. Und dann gehen wir gleich weiter. Hier ist der nächste Brocken. So, ich muss das nochmal von außen sehen. Da komme ich ja gar nicht drum rum. Wie er da ganz ruhig schwebt und einfach nur sein Material einsammelt. Es gibt nichts Tolleres gerade als dieses Gefühl, meine Lieben. Gefällt mir richtig. Ich mache die Cargo-Ding voll, glaube ich, wenn das jetzt hier gerade so gut läuft. Weiter geht's. Da ist noch einer. Den holst du auch noch an, bitte. Mr. Alterle. Obla. Ja, das ist cool. Es ist echt cool. Es macht saumäßig Spaß. Okay, wir gucken, was wir hier haben. Das ist nix. Das ist nix. Das liegt einfach noch so rum hier. Den hier können wir noch aufsprengen, wenn wir wollen. Machen wir. Machen wir, Leute. Wir gönnen uns nochmal einen Sprengi. Ein Sprengi. Ja, guck mal, die Anzeige ist halt noch nicht ganz. Laser, sagt er jetzt, bei 22%, was ja nicht wirklich stimmt gerade. So, weiter geht's. Den holen wir uns jetzt noch an. Ich gebe mal volle Energie. Ich kann es ja gleich wieder runternehmen. Jetzt fange ich schon an, langsam zu drosseln. Dann, wie ich einen schnellen Anstieg habe. So kurz vor dem Bereich praktisch dann aber ausgependelt. Jetzt. Jetzt muss ich natürlich gucken, dass ich es nicht überlade und dann ist alles gut. Den sammeln wir noch ein, Leute. Dann fliegen wir nach Port Olisafa checken. Ne? Gibt es noch andere Terminals? Weiß es jemand von euch? Ist auf Krimex zum Beispiel, gibt es da auch gerade ein Terminal, wo ich es verkaufen könnte? Oh, mein Laser überhitzt hier ganz gewaltig. Ich muss kurz raus aus dem Bereich. Warum war das jetzt so? Das war jetzt nicht, wie ich es wollte eigentlich, ne? Egal, ich schalte um, wir sammeln ein. Es hat ja geklappt, ich war auch weit genug weg, also. Okay, er sammelt wieder. Cargo-Kapazität, wir kriegen das wahrscheinlich voll, wenn wir die Steine jetzt hier einsammeln. Auch was ich auch probieren wollte, das machen wir gleich, wenn wir den abgebaut haben hier. Ich will mal landen und dann einfach im Landen das Ding nochmal angucken. Geh mal näher hin, Alter. Ja, einfach mal näher hin. So, stopp, stopp, stopp. Hochziehen und runter. Nein, nein. Alles gut, nix Demolition. Wir wissen genau, was wir tun. Dankeschön, Baby. Dankeschön. Jetzt stehen wir doch, oder? Guck dir das an, Alter. Naja, wir stehen. Wir stehen und holen unsere Sachen ran. Weiter geht's. Den holst du auch noch. Ja, das macht so Laune. Schön, schön, richtig schön, Leute. Es macht mir sehr viel Spaß. Okay, ja, wir sind jetzt aber zeitlich schon an dem Punkt der Zeit. Cargo-Kapazität ist auch ziemlich voll, ne? Geh mal hoch. Hol mal das Fahrwerk rein jetzt. Ja, wenn wir den eingesammelt haben, haben wir fast 100%. Bei einer 2,96%igen... Was haben wir denn überhaupt gefunden? Corundum? Ich bin mal gespannt, was das bringt. Hier, Leute, den fetten holen wir noch. Ja. Yeah.
Was wir uns auch noch gönnen, ich steig noch mal kurz aus. Ich will einmal ausgestiegen haben und an so einen Steinsbrocken rangehen, den wir gefunden haben. Praktisch mit dem Mändel. So, 100%, das Ding ist voll. Ich guck mal eben. Ja, nix Front Collision, Alter. Ich habe das Schiffle im Griff, es passt doch alles. Wir suchen uns jetzt einen, so einen Stein. Dann hebe ich den Laser mal drauf. Ich will das mal von nahem anschauen. Weißt du, ich stelle den Laser gar nicht hoch ein, so dass es nicht abbaut, während wir hier unterwegs sind. Und dass wir es uns mal angucken können. Vielleicht laufe ich auch mal durch den Strahl kurz. Da werden wir wahrscheinlich tot sein. Da hat sich's halt mit Verkaufen gehabt, ne? Das Risiko gehe ich jetzt aber natürlich ein. Kennt mich ja. Ich muss erstmal gucken, ob das geht. Ob der weiter... Ob der Laser überhaupt läuft, wenn ich jetzt hier lande. Ey, guck mal, wie abmessen. So, pass auf. Alterle. Ne, das geht nicht. Er bricht ab. Sobald ich aufsteige, bricht er ab, ne? Schade. Das wäre jetzt cool gewesen, wenn wir den hätten laufen lassen können. Aber was wir kurz probieren können, Leute, warte mal. Ja, steig nochmal auf. Wir machen den richtig heiß, den guten. Und dann steigen wir ganz schnell aus und gucken mal, ob der Stein dann noch glüht, wenn wir hinlaufen. Das will ich jetzt auch kurz sehen. So, mein Alterle. Mr. Laser, Mr. Bergbauer. Mining Mode. Und Action. Pass mal auf, ich hau mal richtig drauf. Der müsste jetzt jeden Moment dann heiß werden, der Stein. Oder sprengen wir noch einen? Jetzt bin ich nämlich mal gespannt, wann dieses Ding hier kommen soll. Guck mal, ich habe jetzt auf 100%. Aber es bewegt sich nichts, ne? Kann sein, dass die Anzeige gerade wieder rumspackt. So wie das aussieht. Der Stein dampft nämlich ganz gewaltig. Ich nehme wieder Energie raus. Fahr mal mit dem Laser eins weg. Jetzt habe ich wieder das... Oh! Das ist aber ein knappes Feldl da unten. Ich hau mal ein bisschen Energie hin. Ob wir den gesprengt kriegen? Aber der hat ja halt fast kein Material. Aber ist bestimmt was Seltenes. So, Leute. Jetzt bewegt sich es langsam nach oben. Jetzt will es nach oben. Den würde ich schon gern gesprengt kriegen. Aber wenn wir ehrlich sind... Das ist ein sehr, sehr kleines Feld da unten. Stopp! 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 Energie raus, Energie raus, Energie raus, Energie raus. Du kommst in den gefährlichen Bereich. Oh, das könnte hinhauen. Wir haben es gerade voll gut. Wieder ein bisschen hin, aber nicht zu viel. Wieder ein bisschen weg. Alter, ich glaube, den kriegen wir. Ist eigentlich unnötig, weil wir gar nichts mehr einladen können. Aber ich will den jetzt sprengen und aussteigen. Warning. Mit dem Laser raus. Kurz abkühlen lassen. Wieder hin. Ja. Bäm, es hat sich gelohnt. Ich steige aus, Leute. Oh, vielleicht schaffe ich es, bevor die Steine ausgerollt sind. Ich will unbedingt dabei sein. Guck mal, da schlittert das rum, das Bröckele. Auf geht's, Alterle. Alterle. Hier raus. Oh, das dauert zu lang. Der Stein liegt bestimmt, bis wir rauskommen. Ihr wisst, was ich vor... Mit zurückfliegen müssen wir jetzt halt mal gucken. Ich sehe gerade, dass ich die Uhr vergessen habe. Ich habe die Zeit vergessen. Da. So. Dankeschön. Ja, die sind nicht mehr in Bewegung, die Steine, die wir gerade gesprengt haben. Aber das ist einer von den Brocken hier, ne? Leute, das ist einer von den Brocken, die wir bearbeiten. So sieht das aus. Und Kollision, ne? Coole Geschichte. Und da haben wir, glaube ich, haben wir da drauf gehalten? Ist das so weit weg gewesen? Ich würde auch mit einem Handbohrer rumgehen. Das, finde ich, sollten sie einführen, dass man mit 5 Euro sich ein Handwerkzeugle kaufen kann. Dann würde ich hier rumlaufen und würde so Mining machen. Kenne nix. Finde ich gut. Leute, hier ist alles voll. Guck mal. Da ist er auseinandergebossen, ne? Oh, Alterle, 130 Hertz Frequenz, tut mir auch leid, ne? So, komm, wir gucken, dass wir zurückfliegen. Haben wir die Prospektor nicht abgestellt? Hängt die in der Luft? Es sieht gerade so aus, als wäre das Landefahrwerk weg. Ich bitte dich, Landefahrwerk. Komm. Sieht gerade aus, als ob es in der Luft hängt, ne? Ja, das ist halt eine Alpha-Vouch. Ja, guck mal. Das sieht eher aus, als hätte ich es nicht ausgeklappt. Was habe ich schon wieder gemacht? Habe ich die Maschine nicht ordentlich abgestellt? Komme ich hier nochmal rein? Ja. Yes, wie mir das gefällt. Ja, Alterle, guck sie dir an. Guck mal, das habe ich ja auch noch nicht gesehen. Da krabbelt er hoch, der Gute. Sehr schön. Also, bringen wir unsere Sachen weg, Leute. Machen wir das noch zusammen. Verchecken wir, wenn es möglich ist. Wenn es möglich ist, verchecken wir die Sache. Mining Mode. Wieso ist der Laser nicht wieder eingefahren? Jetzt habe ich den Mining Mode von Hand ausgemacht. Jetzt ist der Laser eingefahren. Wir gehen hoch. Ja, guck mal. Das Fahrwerk war nicht draußen, ne? Das Fahrwerk war nicht draußen. Ich habe die Maschine in der Luft abgestellt. Könnte man auch fast sagen... Ach, guck mal, hier ist auch der Neigungswinkelmesser.
Was hat die jetzt die ganze Zeit gesagt? Und ab in die Atmosphäre, beziehungsweise die Atmosphäre verlassen. Ich gebe ein bisschen Speed drauf. Schau, dass wir einigermaßen ausgerichtet sind. Und ein letztes Mal, Leute, ganz gemütlich. Wir zischen weg von unserer Baustelle. Der komplette Mond ist voll mit Gestein. Wir hätten so lange zu tun hier, Leute. Es wird nie aufhören. Y raus, F4 raus. Nochmal ausrichten. Nochmal ein bisschen Speed. Okay. Und Mobi Class. Crusader, doppelklicken. Ist schon. Ich halte halt stopp langsam. Jetzt fängt im Moment der Server an zu spuggen. Ich würde sagen, machen wir es so, oder? Und Port Onisar holen wir uns dann gleich ran. Das heißt, ich muss jetzt nach da hinten gucken. Ah, da ist er doch. Da ist er doch, Alterle. Oh, schön. Schön. Du musst aber noch weiter aus der Atmosphäre raus. Ist noch orange. Ja, es sind noch 10.000 Kilometer. Dann springen wir rüber, beziehungsweise Port Olisar. Wir sollten mal gucken, ob ich es nicht direkt ranholen kann. Wieso kriegt die Maschine nicht mehr so richtig Speed gerade? Ich mache nichts anderes wie sonst. Oder ist die so langsam jetzt? So, mein Freund. Schön ausrichten. Ja, ist gut. Und Mobi Class. Nochmal Crusader. Port Olisar, da oben ist es. Hier. Wie kann ich es denn auswählen? Ah, okay, so. Set as Destination. Zwap. Und? Wir sind, glaube ich, aber... Ist es auf der anderen Seite drüben? Ist es auf der anderen Seite drüben, Leute? Nee, ne? Wir sind einfach nur noch nicht richtig hoch. Ich muss noch ein bisschen weiter raus. Ist ja jetzt nämlich kein Ding. Wir gehen jetzt hier aus der Atmosphäre, springen rüber. Dann verkaufen wir das. 100% Cargo-Kapazität ist praktisch voll. Ich denke mal, dass wir jetzt halt 3% Erz nur haben da draußen, ne? War ja um die 3%. Oh, Hydrogen Fuel. Die Warnung ist mir auch neu bei 75%. Ist mir jetzt noch nie aufgefallen. So, aber ich gebe ja auch schon wieder Vollspeed. Und wir waren ja unterwegs unten, ne? Okay, jetzt müsste es eigentlich grün werden. Möglicherweise ist es aber so, dass es doch hinterm Crusader liegt. Da bin ich mir gerade nicht so sicher. Aber ich kann ja draufgehen, dann zeigt es mir das ja normalerweise an. Ich drücke mal B. Jetzt passt alles, Leute. Spooling läuft, Kalibrierung läuft. Sobald die Kalibrierung durch ist, springe ich hin. Ja. Herrlich, oder? Ich meine, wir sind jetzt von Levski rübergeflogen, haben den Cargo voll gemacht, fliegen jetzt nach Porto Olisar verkaufen. Ich bin auch nicht der Schnellste, das wisst ihr ja, ich bin immer sehr gemütlich und entspannt. Aber guck mal, so 45 Minuten hast du Spielzeit für wahrscheinlich sehr wenig Geld gleich, aber das spielt keine Rolle. Man war beschäftigt, man ist ein bisschen runtergekommen, hat ein bisschen Alltagsstress vergessen und das ist das Wichtige, finde ich. Okay. Nehmen wir mal gleich Speed raus hier. Ich fliege aber erst in die sichere Zone. Zumindest halbwegs. Ja, ist gut. So, Digga. Jetzt holst du schon mal das Fahrwerk raus. Gehst kurz ins Mobi Class. Port Olisar Landing Service. Und Mobi Class zu. Alles klar. Da ist die Routine heute unser Freund. Mach das Fahrwerk weg, sonst kommen wir morgen nicht an hier. Jetzt müssen wir gleich im kugelsicheren Bereich sein. Perfekt. Wo ist mein Landeding? Wo darf ich hin? Wo dürfen wir hin, Leute? Sieht es jemand? Ich denke aber, es ist wurscht, ne? Ich habe ja eine Erlaubnis bekommen. Ich sehe auf jeden Fall, hier würde ich jetzt einfach sagen, dass ich hier hingehe. Unabhängig davon, ob er das will. So. Hier landen wir jetzt einfach. Erlaubt haben sie es uns doch, oder? Leute, ist das schön. Guck mal, wie sanft. Es gibt so sanfte Momente in dem Spiel, wo du hier ankommst, wo du das Gefühl hast, es ist alles gut. Kurz Y drücken, F4, machen wir eine manuelle. Haben wir ja schon lange nicht mehr gehabt. Stückle noch vor. So ist schön. Stopp und runter. Nicht so schnell, Alterle. Oh, er hat Schimpf gerade mit uns. Jetzt bin ich mal gespannt. Leute, sauber, oder? So, wieder rein. Y, H. Ah, ich habe die Maschine nicht ausgemacht. Ja, ich bin schon wieder hibbelig, ne?
Wir haben keinen Grimestart bekommen, das heißt, es war okay. Er hat nur kurz gemotzt, dass ich hier das Ding blockiert habe, weil er nicht genau gewusst hat wahrscheinlich, was ich vorhab. So Leute, jetzt gehen wir zu dem Terminal, dann verkaufen wir das, mal gucken, was wir kriegen. Dieses Mal haben wir das Ding komplett vollkauen. Ich darf nur nicht vergessen, Zukunft die Maschine wieder ordentlich auszumachen. Weil die ist noch auf Flight Ready jetzt hier, ne? Leute, und die Musik beim Ankommen? Ah, ein wunderschöner Arbeitstag. Mitten im PU geht zu Ende. Lumli lum lum, lumli lum. Ich bin total erleichtert jetzt, Leute. Es ist echt absoluter Hammer, wie entspannt man sich da nach so einem Ründle fühlen kann. Guck mal. Klar, ich meine, der Clip geht wieder 40 Minuten, aber ist doch wurscht. Das ist doch wurscht. Natürlich, beim Rendern und beim Schneiden und darauf warten, dass mein Rechner wieder frei wird, da denke ich auch mal, nächstes Mal machst du kürzer. Und dann bin ich drin und, oh, scheiß drauf, passt schon. So. La 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 la. Hast du auch Kistel in der Hand? Du musst dich hintrauen, du musst ihn fragen. Nur Mut, mein Freund, nur Mut. Guck mich dazu an, Diggerle, heute gehe ich hier hin. Dank meiner Community weiß ich ja, dass ich hier hin muss. So, Leute. Schauen wir mal, ob er uns Kohle gibt. Prospector. Komplett voll ist die gute. Was haben wir denn? Corundium, oder wie es heißt, 2,96% und Inert Materials. Das sind die, die wegfliegen. Oh, der kauft uns die auch ab für 60. Dann haben wir 306 AUC gemacht jetzt, Leute. Das ist so viel, wie eine Mission bringen wird ungefähr, oder? Sell to Refinery. Ja, klar. Klar. Hat geklappt, Leute. Hat geklappt. Wenn man das natürlich später routiniert macht, das richtige Material und die Masse sucht, dann kriegt man da in einer Stunde schon ein bisschen was rankohlt. Natürlich nicht die Welt, aber man muss es in der Relation auch sehen. Ne? Du bist ja ein Ein-Mann-Unternehmen in dem Fall. Man könnte mir jetzt auch vorstellen, dass man dann später wirklich zu dritt, zu viert mit verschiedenen Maschinen auf Dämmer, zwei bauen ab, einer zieht die ganzen Materialien rein und dann machst du den Großverkauf nach so, was weiß ich, 3-4 Stunden Mining. Herrlich, es hat geklappt, Leute. War eine sehr entspannte Runde, hat mir tierisch gut gefallen. Wenn alles hinhaut, seht ihr mich diese Woche mit dem nächsten Clip nochmal im PTU. Es gibt noch ein Schiff, das ich mir unbedingt anschauen will. Eigentlich mehrere, aber eins habe ich jetzt tatsächlich auf meinem Blatt hier geschrieben. Das will ich sehen, wenn das klappt. Und dann schauen wir mal, wie wir weitermachen. Vielleicht kriege ich sogar noch zwei Clips hin. Ich muss mal sehen. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch auch wieder gefallen. Eine gemütliche Runde zum Entschleunigen im PTU. Und bis zum nächsten Clip, meine Lieben. Schönes Wochenende noch. Nee, stopp, wir haben ja einen Wochenclip, ne? Eine schöne Woche noch, egal wie auch immer, bis dann.